You know, I am the next president of the United States, Donald Trump. I speak to you, Simon Guys, to help my best friend, Obi-Watson. You look his videos, but you don't subscribe him? It is not okay. I do my best and will say the next word in German. Abonniert my best friend and gebt ihm einen Daumen. I say not please. I say you must support my best friend, Obi Watson. FBI, open up! Oh shit, I must go. Da sind wir auch schon wieder und wir legen gleich los und gehen mal rein in unsere Mods. Da haben wir da oben die Multimap. Zack. Brauche ich nicht, will ich nicht. Maps und dann Placebles. So, und dann müssen wir die Mühle finden. Die heißt, glaube ich, Grain Mill. Ja, hier haben wir sie doch, Grain Mill. Gehen mal rein, das gute Stück. XML-Datei, da haben wir sie schon. Zack. So, und dann muss ich etwas nach unten scrollen. Das ist das ganze Produktionsgedöns hier. Da will ich ja nichts ändern. Und dann das hier. Da will ich was machen. Ja, wenn ich jetzt nur wüsste. Wheat, Oat, Barley, Sorghum. Oh, ich mache da überall im Millionchen rein. Da machen wir ein Millionchen. Da machen wir ein Millionchen. Da machen wir ein Millionchen. Und da machen wir ein Millionchen. So. Empty Pellets. Das kann ich lassen bei 100.000, das ist okay. Ist ja eh nur ein Booster, glaube ich. Und da haben wir ja die Millionen. Floor, das müsste Ding sein. Das müsste das Mehl sein. Der Rest weiß ich nicht. Pro Maße. Keine Ahnung. So, wenn wir schon drin sind, gucken wir mal, dass wir auch den Trigger finden. Für, da haben wir es doch schon. Schütt gut. Loading Trigger. Das wird das etwas erhöhen. Da mache ich mal aus der 2000 eine 6000. Und dann gucken wir mal. Das ist zum Abladen. Und dann haben wir hier nochmal einen Trigger. Das müssten die Paletten sein. Die lasse ich bei 2. Ja, und dann dürfte man das erledigt haben. Ich glaube nicht, dass da noch mehr zu tun ist. Außer jetzt natürlich zu speichern. Das darf man nicht vergessen. Zack. Und dann natürlich auch im Archiv mit aufnehmen. Zack. So, jetzt warten wir, bis das Fenster weg ist. Ups, und damit ist das Thema erledigt. Und wir sehen uns dann im Spiel wieder. Bis gleich. Peng! Und schon sind wir wieder in unserem Spiel. Jetzt wollen wir mal gucken. Produktions. Getreidemühle. Zack. Da haben wir Gerste, 1 Million. Hafer, 1 Million. Sorghum, 1 Million. Weizen, 1 Million. Jawohl, das passt. Ach, Dresdner ist hier das andere. Und Weizengrieß kriegen wir auch. Okay, okay. Sehr schön. Die Mühle ist, denke ich mal, sehr gut aufgestellt.
Holz haben wir noch nichts. Trauben haben wir auch erst abgefahren. Oliven. Bin überlegen, ob ich Oliven erstmal verkaufe. Let me look, was kriege ich denn für Oliven? 4 Oliven kriege ich auch ein paar. 1964. Bietet jemand mehr wie 1964? 1987 zum ersten, zum zweiten. Oh, 1000 doch zum dritten. Pff, nee. Alles zurück? 9,29. Oh, da. Nee, der ist da oben schon mehr wie da unten. Was laberst du für ein Scheiß? Genau, 4.987 verkauft an Hotel Waldeslust. Oh, ich ahne Schlimmes. Kann er auch hier gucken, ist ja egal. Alles zu. Verkauf. Kein Hotel Waldeslust. Oh, ja. Let me look. Wo ist Hotel Waldeslust? Oh, das machen wir ganz anders. Das suche ich mir nicht wieder einen Wolf. Hotel Waldeslust. Markierung. So. Wo ist denn die Markierung? Hier sehe ich noch nichts. Hier sehe ich auch noch nichts. Gehen wir mal da runter. Da. Am Arsch der Welt ist Hotel Waldeslust. Was haben wir da in der Nähe? Was ist denn das? Nee, komm, da fahre ich mit der Hand hin. Ja. Aber erst werden wir mal unsere Maschinen wieder auf den Weg bringen, denn ich habe ja mal gucken, wo ich überhaupt noch hin muss. Wachstum abgeendet, abgeendet. Eigentlich haben wir nur noch die 17, die 11 natürlich. Die 11 müssen wir noch ernten. Da ist auch noch Weizen drauf. Gut. Machen wir mal da. Den Kurs löschen wir mal raus. Dann Feld 11, Kurs laden, dreschen. So. Du fahre nach Feld 11 und beginnen auch sofort pronto mit der Arbeit und zwar jetzt. So. Der ist mal unterwegs. Jetzt muss ich mal gucken. Haben wir hier das Stroh schon runtergeholt? Ja, das Stroh ist weg. Aber ich glaube bei 15, da muss noch Stroh runter. Ja, 15 muss Stroh runter. Okay. Wo ist meine Strohkarre? Hier haben wir sie doch. Was, warum ruckelt es heute so? Keine Ahnung, was da los ist. Ich kann nicht löschen. Gucken mal, ob wir da schon was haben. Feld 15. Dreschen, kalken, mühlen, schwarz sammeln. Jawohl, haben wir doch. Kurs laden. Schwarz sammeln. So, dann brauchen wir natürlich auch den richtigen Modus. Der hier. Du holst dir das auf Feld 15. Fechtest ins Futterlager, isst Stroh und beginnst auch mit der Arbeit, sobald du da ankommst. Ab die Post. So, was ich jetzt noch brauche, ist ein Abfahrer. Hier. Alle paar Sekunden bleibt es stehen hier. Ich würde sagen, müssen wir jetzt durch. Kann sich ändern. Keine Ahnung, was jetzt gerade ist. Fahrer.
Und zwar Feld 11. 11. Getreidesilo war ein Angang, das passt. Ab die Post. So, und ich springe jetzt mal in mein Auto. Ich weiß nicht, mein Computer rennt auf 100%. Warum rennt er auf 100%? Verstehe das nicht. Ich muss mal kurz hier ausmachen und muss mal gucken, was da los ist. Wir sehen uns dann gleich wieder. Bis gleich. So, jetzt läuft wieder alles, wie es laufen soll. Da sind ein paar Programme im Hintergrund gelaufen, die eigentlich nur dann laufen sollten, wenn ich sie auch einschalte. Weiß gar nicht, warum die jetzt alleine. Naja, egal. Nicht Thema dieses Videos. Wir wollen ja da unten hin. Da wollen wir mal hin. Das heißt, ich muss hier rechts abbiegen. Und dann muss ich die ganze Straße da runterbrettern. Und der Traktor ist bei Feld 11 angekommen. Ich musste nochmal ganz von vorne starten. Habe alles wieder in die Wege geleitet und dann ungefähr da wieder reingeswitcht, wo ich denke. Da bin ich doch etwas zu schnell. Langsam, mein Freund. Was tut man nicht alles für so ein paar Oliven? Ich kriege ihn noch, bevor ich da. Jawohl. Ja, halte mal, ich glaube, jetzt bin ich falsch. Ich fahre mal auf die Seite. Ich hätte da abbiegen müssen. Ja. Da muss ich mal die Kilometer einschalten, die ich da schon mal gefahren. Obwohl ich ja schnuppe, das macht ja alles. Die automatische Kursgenerierung. So, jetzt kommen wir der Sache näher. Aber noch kein Hotel in Sicht. Weit und breit. Aber ich bin doch richtig jetzt, oder? Ja, das kommt jetzt. So, Hotel Waldeslust. Da haben wir zwei Einfahrten, aber wir machen das so. Das eine ist die Einfahrt, das andere ist die Ausfahrt. Ist nur die Frage, muss ich mal gucken. Wo hier die Abladestelle ist. Da war ich tatsächlich noch nicht. Ach, da. Ja, dann spielt es eigentlich keine Rolle. Wir machen da die Einfahrt und da hinten die Ausfahrt. Da kannst du schön mittig fahren. Da kommt uns ja nichts entgegen. Dann machen wir hier Zabum. So. Wenn du von da kommst, darfst du da auch rein. Und ich denke mal, am wichtigsten ist dies hier. Meistens komme ich von da, oder zu 100% würde ich mal behaupten, komme ich von da.
So. So, jetzt muss ich natürlich überlegen. Er kriegt ja auch Paletten. Das heißt, ich muss hier auch zwei Dinger machen. Ich probiere es mal mit einem Wegpunkt. Vielleicht funktioniert es ja. Das sehen wir dann. So, machen wir mal hier. Nee, nicht hier. Da. Das verbinden wir mal. Und da mache ich mal Hotel Waldeslust. Hört sich eher an wie ein Puff. Ich mache mal Paletten. So. Und falls ich für Schildgut noch extra einen Punkt brauche, kann ich den ja noch nachträglich da einmalen. Das ist ja kein Thema. So, hier machen wir dann die Ausfahrt. Ich glaube, der Punkt ist gut, den können wir so lassen. Du fahren einmal Zorro raus. Und warum auch immer, könnte ja sein, musst du auch so rum raus, dann machst du das eben auch. So. Dann machen wir Hotel Waldeslust. Runter zum Verkauf. Und dann kann ich das zumachen und du kannst nach Hause fahren. So. Ja, ich freue mich am Arbeiten hier. Das läuft. Da brauche ich jetzt dich, mein Schatz. Wir fahren zu Feld 24 und zwar Oliven Beladung. Ich könnte auch gleich, warte mal, eigentlich müsste ich das auch doch so machen können. So. Du fahren Olivenbeladung. Zack. Danach fahren wir zum Verkauf. Hotel Waldeslust. Und das sind Paletten. Das machen wir einmal und Abfahrt. Ja, siehst du, der fährt raus ohne Probleme. Der denkt sich auch, mir ist es egal, ob ich auf Blau oder Grün stehe. Wenn der Obi das will, fahre ich los. Aber die andere Zicke, nein, ich stehe auf Blau, ich fahre nicht. Nein, nein, nein. Ah, ich sag's euch. Aber an was das jetzt liegt, das kann ich euch nicht sagen. Warum der andere LKW da nicht fahren will oder nicht fahren wollte. Auf jeden Fall für mich ein Kriterium, dass man in meinem Unternehmen nichts zu suchen hat. So. Da bin ich ganz streng. So, jetzt mal gucken, ob der auch wirklich stehen bleibt jetzt da. Normalerweise darf er nicht weiterfahren, weil er hat ja nichts geladen.
Ja, und er steht. Dann sagen wir ihm mal. So, wir sind bei den Oliven. Da sind wir. Zack. Auslagern. 10, 20, 30, 31, 32. Ja, da haben wir 64.000 Oliven. Die kriegt jetzt Hotel Waldeslust. Zack. Schwupps. Und da es zum Hotel Waldeslust ja ein weiter Weg ist und wir schon ziemlich an der Grenze sind, fahren wir noch ein kleines Stückchen mit. Ich passe das jetzt dem Ende des Videos an. Nee, komm. Wir machen jetzt ein Wurmloch, laden ab und dann ist Feierabend für heute. Genug Stress gehabt. Wir sehen uns dann also im Hotel Waldeslust. So, wir sind auf der Zufahrt zur Abladestelle. Und da kicken wir mal, ob die Oliven da runterkommen und was das an Kohle bringt. Dann können wir uns in der nächsten Folge die Klamottenfabrik kaufen und da mal anfangen, Klamotten zu produzieren. Ratsch, ratsch und weg sind sie und wir haben gekriegt unter 27.000. Da muss ich mal stehen bleiben, der LKW. Passt also. Ja, meine lieben Freunde, dann würde ich jetzt einfach mal sagen, ich steige hier mal aus. So. Suche mir jetzt noch ein schönes Abschlusspünktchen. Oh, eine Errungenschaft habe ich freigeschaltet. Aha. Auch nicht schlecht. Ja, liebe Freunde, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann würde es mich freuen, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Und bis dahin sage ich wie immer, ciao, ciao, euer Obi.